Ah, hier haben wir noch ein Rad. Guck mal. Scheiße, guck mal da. Und ein herzliches Willkommen, meine lieben Freunde. Willkommen zum nächsten Part von Amnesia. Ich bin Nio und begrüße euch nochmal ganz herzlich zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, meine Lieben, wir sind hier stehen geblieben in einer sicheren Zugflucht. Gejagt von einem Ghoul, haben wir die Tür verschlossen, um in Sicherheit zu sein. Wir haben noch den Brief das letzte Mal gelesen. Den Raum erkundet hatten wir, glaube ich, komplett. Ich glaube nicht, dass hier noch irgendwas war. Nee, nicht, dass ich wüsste. Ja, ich glaube, es führt nichts weiter daran vorbei, hier rauszugehen. Oder wir beenden das Spiel hier. Nee, gehen wir raus. Ich hoffe, dass uns jetzt nicht gleich was entgegenspringt. Sieht gut aus. Okay. Als Hauptaufgabe haben wir ja immer noch gehabt. Man merkt richtig, dass das hier ein sicherer Ort ist. Hier ändert sich gleich die Musik, wenn man da drin ist. Guck. Also man weiß, wo der Gefahrenbereich ist und wo nicht. Wo war ich stehen geblieben? Genau, wir müssen ja immer noch zu dem in den Raum gelangen, wo das Funkgerät war. Da haben wir noch die Petroleumlampe ein bisschen auffüllen. Streichhölzer haben wir leider nur. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Brief. Jasmin Krabani. Jasmin ist die Flugbegleiterin und wird wie Messen von was? Von Sterling Transport zur Verfügung gestellt. Sie kommt aus Algier. Kein Transport notwendig. Wozu braucht Sterling eine Flugbegleiterin? Kann er sich seinen Drink nicht selber einschenken? Mit allen Geschichten. Mit allen Gesichtern Namen vertraut machen, ihr klar machen, wie viel sie sich gefallen lassen muss und wann sie zu mir kommen soll. Kann vielleicht mit Tessie helfen. Jetzt kriegen wir wieder eine Vision wahrscheinlich. He's already figured out how to manage Sterling, Fairchild, even to freeze. As a real way with smiling and pretending she gives a damn. I like it. Oh, machen! Oh, Scheiße. Ich hoffe doch wirklich, dass wir, wenn wir uns im Licht befinden, wenigstens einigermaßen in Sicherheit sind. Oh, was ist mit denen passiert? These poor bastards didn't die fighting. Look at this chap here. Suicide. Selbstmord. Why would they do that? Look, what's this? They drew straws. Sie haben Strohhalme gezogen. Okay. Ah, deswegen liegen auch die Waffen hier. Die haben sich tatsächlich sehr. Oha, die ist sogar durchgebrochen hier oder durchgeschnitten worden, was auch immer. Ich will wieder ins Licht. Darf ich bitte? Danke. Also, sie sind sicher von diesen Ghoulen oder von diesem Ghoul. Ich weiß ja noch nicht, ob es einer ist oder ob es mehrere sind. Gejagt worden. Wir haben zum Glück wieder ein paar Streichhölzer gefunden. Scheiße, hier kann ich nichts anzünden. Wir gehen gleich noch da hoch. Oh Mann, ich kann hier aber auch nichts anzünden. Hier, mach an! Oh, da hinten! Scheiße! Also hier ist auf jeden Fall irgendwas. Scheiße, okay, ja, ist gut, ist gut. Darunter müssen wir nachher. Da ist das Funkgerät. Also darunter müssen wir, ha? Wenn der Boden nachgibt. Ja, das sieht echt im Arsch aus. Müssen wir den vielleicht. Warte mal.
Vielleicht müssen wir den... Oh, ja. Ich muss erstmal wieder ins... Oh, scheiße. Ins Licht oder so. Wir müssen den Boden vielleicht irgendwie zum Einstürzen bringen. Ah, warte mal, hier können wir anscheinend auch noch rüber. Ich habe nichts gesagt. Okay. Oh, scheiße. Hey, dieser Wichser. Hat er mich erschreckt jetzt? Haben wir hier was? Nee. Das auch nicht. Weg da. Scheiße, warte mal. Ich fühle mich gerade gar nicht sicher. So, jetzt ist besser. Haben wir hier noch irgendwas? Einen Brief, den lesen wir auch gleich. Yes, okay. Petroleum haben wir leider nicht. Mal gucken wir mal. 13. März 1929, Delegation der Kelhanan. Weitere Beschwerden über Verhalten der Legionäre Lauritz und Desrosiers gegenüber Frauen. Beschwerde zur Kenntnis genommen. Versicherung, dass es nicht wieder vorkommen wird. Bestrafung angeordnet, aber nicht vor Einheimischen. Offensichtlich, dass die Männer beschäftigt werden müssen. Und ich habe angeordnet, mit der Ausgrabung der unteren Kammer zu beginnen. 18. März 1929. Männer sind zur unterirdischen Kammer durchgebrochen. Beeindruckende Architektur. Trümmer müssen weggeräumt werden. Dann Evaluierung der Städte. Corporal Lauvie meldet Aktivität auf unteren Hängen. Vermutet Gegenschlag des Dorfes. Aber schwer zu glauben. Wachen verdoppelt. 19. März 1929. Delacroix und Désiré abwesend. Sergeant Fournier glaubt, dass sie sich in der Zisterne verstecken. 21. März 1929. Corporal Khalid hat Désiré im Keller gefunden. Tot. Keine Spur von Delacroix. Vermutet Streit, versehentlicher Mord oder Deseration. Okay, ist der vielleicht wahnsinnig geworden oder sowas? Gibt es hier noch was zu finden? Guck mal hier. Hä? Ganz ruhig. Ah, man kann sich sogar hinlegen. Okay, spannend. Wollen wir aber nicht. Wir gehen jetzt wieder raus hier. Das Bild ist einfach zu geil. Oh, scheiße, Mann. Hier waren wir schon. Jetzt wollten wir noch hochgehen. Komm, mach mal ein Streichholz. Wir haben noch zwei Stück. Anzünden. Hier ist nicht wirklich was. Ja. Ich mache mal ein Streichholz an. Ganz gut. So. Oh, was haben wir hier? Oh, was ist das da? Eine Maske oder so. Okay. Was haben wir noch? Weg da. Irgendwas, was wir gebrauchen können? Nee. Noch ein Brief. 16. Mai 1839. Liebste Hazel, ich hoffe, es geht dir gut. Wir sind jetzt in der tiefen Wüste angelangt und die Hitze ist unglaublich. Wir suchen im Innenhof einer alten Festungsruine Schutz, bis die Sonne niedrig steht. Draußen ist nichts als Einöde. Bergige Klippen inmitten endloser Wellen aus Sand. Professor Herbert ist sich sicher, den Weg zum Grab finden zu können. Aber ich weiß allerdings nicht, wie. Denn die Dünen ändern sich unentwegt. Durchgestrichen? Ich habe für dich an Vater geschrieben, aber ich glaube nicht, dass er... Ah, man kann es nicht mehr weiterlesen, okay. Ist hier noch irgendwas? Nee. Ist nichts mehr. Ja, da springe ich jetzt ganz sicher nicht runter. Also, alles klar. Oh, ist mir der eigene Schatten gewesen. Mach's Licht an. Komm, ich will auf Nummer sicher gehen. So, jetzt müssen wir aber trotzdem nochmal schauen. Oh, schnell nochmal hier rein. Kurz durchatmen. Und weiter geht's. Wo müssen wir gehen? Boah, raus aus. Hier den.
Warte mal. Kann es sein, dass, ja, guck mal, die Spuren hier am Boden. Vielleicht müssen wir die... Geht das? Als ob! Das geht sogar! Okay, jetzt müssen wir nur noch ein zweites Rad finden. Und vielleicht können wir die Kanone... Oder geht das jetzt auch schon? Geht nicht. Ne? Kann ich die schieben? Nee. Wir brauchen noch das vierte Rad. Warte, wo war denn der Raum gewesen? Da war doch noch eine Kanone gewesen, wo diese Selbstmordleute... Hier, genau. Ah, hier haben wir noch ein Rad. Guck mal. Oh, scheiße, guck mal da. Mach Licht an. Weg mit euch, weg mit euch. Oder weg mit dir, ich weiß ja nicht. Bitte nimm einfach das Rad, wir gehen nach da vorne. Komm, nimm es mit. Komm. So. Ich habe Licht. Oh, mach jetzt einfach keine Dummheiten. So. Oh, jetzt habe ich natürlich das ganze Petroleum verschwendet. Oh, es funktioniert. Oh, scheiße, wir sind auch gut. Schieb. Komm. Oh, wenn jetzt was von hinten kommt, ich dreh durch. Mach! Ja, lauf doch! Okay, wir haben noch ein Streichholz. So. Mach. Bevor das... Shit. Okay. Da können wir Licht anschalten. So. Komm weg da. Ist da was? Nee. Boah, wir sind beim Funkgerät. Geil. Hallo? Wir gehen gleich dran. Ich will nur den Raum noch weiter... Ja, wir gehen gleich dran. Ich möchte nur gucken, ob wir hier noch irgendwas einsammeln können. Was haben wir hier? Nichts, okay. Alright. Na gut, gehen wir dran. Hello? Hello, Doctor, are you there? Yes, I'm here. Eva, is that you? Oh, thank God. It's Tazi. Tazi Trianon. It's Trianon? Tazi? Are you well? Yes. Well... No, not really, not at all. I can't remember anything. I'm pregnant. I'm lost. Salim, a fort. I'm in a fort. We were here before, I think. I don't know. Doctor, where are you? We have found help. People, a village. But, Yasmin, she's not well. The fort. Yes, the fort. Go through the mountain pass, and it is maybe an hour beyond there. The mountain pass? Mm. Yes, I see the village here on the map. Oh, bis ganz runter. God. But, Doctor, please, there's something else. I keep blacking out. It feels like I'm losing control. I am aware of your recent problems, Miss Trianon. In fact, natürlich, genau. Doktor? Ja, genau jetzt, wo es interessant wird, bricht die Verbindung ab. Okay, jetzt gehen wir mal kurz gucken. Also wir haben das Funkgerät auf jeden Fall auch dabei. Mhm. Gut, wir müssen wahrscheinlich jetzt hier den Raum verlassen. Machen wir. Haben wir hier noch einen Stift? Habe ich? Fast nichts mehr natürlich. Streichholz. Von da sind wir gekommen. Ich nehme mal an, dass wir hier die Treppe hoch müssen. Kackt mich richtig an ohne Licht. Scheiße. Ich mach trotzdem das Streichholz an, ist mir egal. Wir müssen einfach ein bisschen... Ich darf einfach nicht rennen, das ist das Problem, man. Sonst geht das Streichholz aus. Can't we just get out of here? This place gives me the creeps.
They're dead and gone. Can't hurt you now. Ah, Jesus! Jonathan, look out! The door! Get to the door! Everyone! What do we do? Move! The keys! Lock the damn door! Scheiße, okay. Oh oh. Weg da. Was haben wir hier? Zutritt nur für Quartiermeister. Macht Platz, ich bin Quartiermeister. Ist hier jetzt was drin? Oh shit. Guckt euch den an. Dem fehlt was. Oh, die kennt ihn sogar. Ey, weißt du was? Ich nehme den Hammer mit. Vielleicht können wir uns hiermit so verteidigen. Oder auch nicht. Okay. Was haben wir hier noch? Streichhölzer. Da. Wenigstens. Mann, ich bin doch im Licht. Stell dich doch jetzt nicht so an. Kein Petroleum. Ach, das ist einfach nur noch unfair. Das Petroleum, das findest du ja so selten hier. Ja, gut, okay. Was haben wir hier? Vorräte des Quartiermeisters. Ja, das hört sich schon mal gut an. Hier. Das Entwenden von Vorräten gilt als Diebstahl, was du nicht sagst. Mann. Hey. Da kommen wir nicht rein. Und wir dürfen jetzt hier lang, oder was? Alles klar. Scheiße. Oh Mann, ich hab so Angst. Warte mal. Was ist denn da? Ich hab nichts gesehen. Machen! Das kommt auf uns zu. Das läuft uns nach. Lauf, 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 lauf. Wo lang? Gibt's Macker. Ja, du sagst es. Scheiße. Oh, ich hoffe, das folgt uns eigentlich auch noch raus, oder? Das ist mir richtig das Herz in die Hose gerutscht. I think it stopped. Ja, was steht hier? Kein Zugang ohne die Erlaubnis von Hauptmann Lev. Ah, oh, was soll ich mal, so ein französischer Name. Okay, ist noch Tag. Oh, hier leuchtet noch. Ist da irgendwas am Leuchten, oder? Ja, nee, da können wir eine Kerze anzünden. So, warte mal gucken. Aufträge. Okay, das heißt, könnte vielleicht bedeuten, dass wir hier die Stadt verlassen müssen oder hier das Vorort, in dem wir uns befinden. Into the pass. Ah, hier müssen wir lang. Hier geht's dann zum Pass. Ne? I can't move this. Not on my own. Geht nicht? Okay, wir müssen das Tor anscheinend irgendwie aufkriegen. Vielleicht. Oh, guck mal hier. Vielleicht kann man das mit so einer Schaufel aufstemmen. Vielleicht funktioniert's. Keine Ahnung. Probieren wir's aus. Vielleicht können wir die irgendwie so da einklemmen. Nicht, hä? Ich glaube nicht. Komm schon. Geht nicht, ja? Oh. Nee, geht nicht. Okay. Ja, bevor wir... Warte mal, ich habe keine Ahnung. Wir mal schnell gucken, ob wir hier noch irgendwas Nützliches vielleicht finden. Ich weiß halt... Da, genau, sowas meine ich doch. Ja, das wäre jetzt zu krass, oder? Als ob wir mit einem Panzer da. Okay, anscheinend doch. Wir müssen das Tor aufschießen. Ich darf doch kurz. Was haben wir hier? Oh, Petroleum. Nice. Ja, also dann
Lass mal schießen. Bewegen kann ich nichts, aber ich kann abfeuern. Fail, ja? Schlüssel. Was ist das denn? Ah. Ja, aber ich will... Ich will... Kann ich... Ja. Hä? Gut, wir können ja eh nicht abfeuern. Was heißt denn das? Sag mal. Ah, okay, wir brauchen tatsächlich... Ist hier eine? Nee. Eine neue Patrone, ne? Ja, okay. Wir brauchen eh noch eine neue Patrone. Danach können wir uns das mal angucken. Aber wie komme ich jetzt wieder raus? Achso. Das heißt, hier muss es... Oh, jetzt sind wir schon wieder in irgendeinem Raum. Bitte hat es da nicht auch schon wieder einen Ghoul. Das heißt, wir müssen jetzt... Warte mal, wo waren wir denn? Hier waren wir vorher. In dem Gebäude. Dann sind wir da hinten rausgekommen. Das heißt, da hinten waren wir am Anfang gewesen noch, bevor wir da rein sind. Das heißt, hier links mal versuchen. Weil da ist das Tor und da ist sonst nichts mehr. Von da sind wir am Anfang gekommen. Naja, wahrscheinlich... Gucken wir mal, ob wir hier reinkommen. Haben wir hier noch was? Streichhölzer? Gucken wir mal. Aha, wir müssen den Schlüssel ausrüsten. Oh, okay. Nee, so. Na dann.